Die 365 Questen Challenge ist eine Kooperation mit anderen YouTubern. Ich verlinke euch alle unten, die was mitmachen. Es machen auch Blogger mit, so wie ich. Juni, 365 Questen Challenge, meine Lieben. Ein halbes Jahr ist vergangen. Ein halbes Jahr noch müsst ihr die 365 Questen Challenge ertragen. Ja, es ist anstrengend, weil ich das jetzt in Zettelform ausführe, weil ich ja meinen Blog gelöscht habe. Aber zu dem komme ich irgendwann einmal. Warum, weshalb? Ich werde jetzt mal die ersten 20 Fragen, was ich jetzt ausgefüllt habe, 21 Fragen, weil heute haben wir den 21. Ausgefüllt habe. Und ich versuche es nicht lang zu halten und die letzten kommen dann, schneide ich dann dazu, gell? Also, 1. Liste deine Kreditkarten aus deinem Geldbeutel auf. Naja, ich habe eine Prepaid-Karte. Sollte ich eine Kreditkarte brauchen, reicht mir das, da zahle ich was drauf und fertig. Wir haben hier schon so viele Karten. Führerschein, Punktesystemkarten, Piper, Libro, Benny, Billa, what the fuck, Alter, so viele Sachen braucht man nicht, nur mehr Karten. Nummer 2. Wie nah kam dein heutiger Tag am Perfekt ran? Ja, im Prinzip war mein Tag wie jeder andere normal. Mein Kind war bei einer Geburtstagsfeier. Das war perfekt, weil er hatte Freude, er hatte Spaß, er hatte viel Schweiß. Und natürlicherweise, dass ich mich über DHL geärgert habe, weil sie meinten in diesen scheiß Dingsbums, dass ich nicht auffindbar wäre. Dann habe ich angerufen. Frage Nummer 3. Was hast du zuletzt laut gesungen? Ich habe da hingeschrieben, schlafen gehen. Schlafen gehen. 4. Was war die letzte Versammlung, an der du teilgenommen hast? Das stimmt sogar. Das war auch an dem Tag. Es war der Elternabend. Ja. Und das war an diesem Tag. 5. Was macht dich heute etwas traurig? Macht dich heute etwas traurig? Dass die Zeit so schnell vergeht. Im September fängt die Schule an. Ja. Nummer 6. Teile deinen geheimen Gedanken. Teile einen geheimen Gedanken. Ich bin nicht perfekt. Nummer 7. Liste 5 Dinge auf, bei denen du dir wünschst, dass du sie erfunden hättest. Hier habe ich lauter Fragezeichen gemacht, ja. Null Ahnung, welche 5 Dinge ich gerne erfunden hätte oder nicht. Ich weiß nicht. Interessiert mich auch nicht. 8. Was ist das letzte Rezept, welches du gebacken hast? Das war ein verschierter Braten mit Kartoffelpüree. 9. Wer ist dein zuverlässigster Freund? Das wäre mal meine Mutter und ich selber.
10. Was ließ dich heute zur Zeit vergessen? Mein Sohn, weil wir ganz viel gespielt haben. 11. Von was bist du überzeugt? Dass jeder Mensch einen Fehler macht. Davon bin ich überzeugt. Und dass ich alles für meinen Sohn machen würde. 12. Wie hast du deine Zeit heute verbracht? Ich hatte an dem Tag meine Termine erledigt. 13. Was hast du zuletzt gekauft? Eiskaffee. 14. Hast du jemand heute deine Anerkennung gezeigt? Meiner Mutter und meinem Sohn. 15. Wie viele Liegestütze schaffst du? 0. 16. Auf was freust du dich, wenn der Tag morgen vorbei ist? 17. Auch mein Geburtstag. Was ist dein Lieblingsgericht, welches du selbst kochst? Schnitzel mit Reis. 18. Es gibt nichts Besseres als zu viel Schlaf. 19. Was ist das Wichtigste, das dir heute erzählt worden ist? Wurde. Eigentlich gar nichts. 20. Worüber hast du heute zuletzt gedacht? Worüber hast du heute zuletzt gedacht? Okay. Übers Leben habe ich nachgedacht. Würde ich jetzt einmal sagen. 21. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Das war Save You und Save Me, Band 1, Band 2. Weil Band 3 kommt im August hinaus. Guten Abend, guten Morgen. Es ist 0 Uhr. Wir haben den 30.06. Um 9 Uhr geht das Video online und ja. 22. Was zählt heute? Ja, dass der Tag vorübergeht, weil ich auf 3 Kinder aufpasse. Also insgesamt 3 Kinder. Es war angenehm. Ich bin zu Videoschneiden gekommen. Also locker. Tag Nummer 23. An welchem Projekt arbeitest du? Ja, an welchem Projekt arbeite ich? An Motivationsgeil. Das kennt sie nicht, das wird sie erst im Anfang Juli oder so. Nee, Ende Juli, Anfang August mitbekommen. In diesem Projekt habe ich jetzt noch nichts gemacht, weil ich nicht dazugekommen bin. Go. 24, unterschreibe. Ja, ich habe jetzt unterschrieben, so. Und ich habe es mit einer anderen verglichen. Ist immer noch dieselbe Unterschrift. 25. Was ist dein meist geschätzter Besitz, mein Kind? 26. Warst du heute gut oder böse? Ich habe hier aufgeschrieben böse. 27. Was ist das intelligenteste, das du heute getan hast? Na, da nix Nüsse. Steht hier. Keine Ahnung. Was war in deinem Briefkasten heute? Frage Nummer 28. Ja, was? Rechnungen, Werbung,
lauter Scheiß, was man ja nicht braucht. 29. Heute war ich so vertieft in Wäsche waschen, wie immer. Jeden Freitag. Ja, der letzte Tag, 30. Das letzte, das ich mir selbst gekauft habe, war die neuen Bilou Duschschäume. Ja. Und das hier. Ein Klemmbrett habe ich mir gekauft. Ja. Der Juni ist vorbei. 6 Monate, 365 Quest Challenge ist mal vorbei fürs erste Halbjahr. Jetzt fangen wir das nächste Halbjahr an. Wie gesagt, bis Dezember geht die 365 Quest Challenge, also bis zum letzten Dezember. Dann ist die 365 Quest Challenge vorbei. Dann gibt es nur noch zweimal im Monat 1000 Fragen an dich selbst. Ja, das war's. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann Ende Juli wieder bei der 365 Quest Challenge. Tschüss! Ich bewege, setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich für dich. Ich bin dein Freund und deswegen steh ich wie